Herzlich willkommen zu unserem My Best Me Video Online Mentaltraining. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute da seid, um euch mit eurer eigenen mentalen Stärke, mit euren mentalen Erfolgsstrategien auseinanderzusetzen. Ich würde in diesem Zusammenhang gerne du sagen und per du sein, weil Mentaltraining für mich etwas sehr Persönliches hat und da das du irgendwie stimmiger ist. Ich hoffe, das ist in diesem Zusammenhang in Ordnung. Außerdem würde ich euch einladen, dass ihr euch immer alle angesprochen fühlt, ganz egal, welchen Geschlecht ihr angehört und ganz egal, wie exakt wir unsere Wortwahl tatsächlich treffen. Ihr kennt ja vielleicht diese Suchbilder, die mit den 10 Fehlern, die auf den ersten Blick genau gleich ausschauen, und wenn man ein bisschen genauer hinschaut, sieht man doch die feinen Unterschiede. Ähnlich ist es auch in der Beobachtung mit Menschen. Im Leistungssport zum Beispiel, bei einem internationalen Wettkampf. Da sind alle auf einem wirklich hohen Niveau unterwegs. Trainingspläne sind ähnlich, Trainingssteuerung, sportwissenschaftliche Betreuung, Physiotherapie, mentale Betreuung, Massagen. Was ist es also, was dann den Unterschied macht? What is the difference that makes the difference? Zwischen den Menschen, den beiden Sportlern, die zum Beispiel am Weg zur Startlinie sich befinden, oder den beiden Mitarbeiterinnen desselben Unternehmens mit selben Ausbildungshintergrund, den Menschen, die sich auch bemühen, die auch viel lernen, die im Stress sind und viel machen für den Erfolg und dann doch nicht dieselben Ergebnisse erzielen, doch auf den hinteren Plätzen landen und ihre Ziele nicht mit dieser Leichtigkeit erreichen, wie das anderen gelingt. Diese anderen, die im Zweifelsfall dann die Nase vorne haben. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch gern das Wörtchen Erfolg definieren. Erfolg steht für viele für Karriere, Gehalt, erste Plätze. Ich möchte den Begriff hier ein bisschen weiter fassen. Erfolg steht für mich für Lebenserfolg. Das Erreichen der eigenen Ziele, das Wachsen in die persönlich ausgewählte Richtung. Es hat für mich auch mit Lebensfreude, mit Zufriedenheit zu tun. Das eine schließt das andere natürlich nicht aus. Was bestimmt denn aber nun über Erfolg oder Misserfolg bei Menschen? Die Forschung ist sich darüber einig, dass es nicht besonders um Talent geht. Genetiker wie zum Beispiel der Österreicher Markus Hengstschläger sind der Meinung, dass Gene letztendlich nur eine untergeordnete Rolle spielen. Obwohl man bei jemandem wie Tiger Woods, der aus wirklich einer richtigen Golferfamilie stammt, natürlich vermuten könnte, dass sein Erfolg mit Talent zu tun hat, es vielleicht in den Genen liegt. Dabei darf man nicht vergessen, dass er allerdings schon mit 2 Jahren unglaublich viele Stunden am Golfplatz verbracht hat. Und seit er 10 Jahre war, hat er schon so viel Golf trainiert wie andere ihr ganzes Leben lang nicht. Wir bekommen von unseren Eltern nämlich nicht nur die Gene mit, sondern auch ihre mentalen Strategien und ihre Werthaltungen. Und das hat vermutlich in diesem Zusammenhang den größeren Einfluss als die reinen Gene. Es hat auch nicht unbedingt mit Glück zu tun, sagt zumindest die Glücksforschung. Bei Untersuchungen an Lottogewinnen hat man festgestellt, dass diese schon 2 Jahre nach dem Lottogewinn eigentlich eher unglücklicher sind als vorher. Vermutlich braucht es so etwas wie ein mentales Mindset für glücklich sein. Wobei eine gewisse existenzielle Basis schon hilfreich dabei ist, glücklich zu sein. Mehr Geld als das macht allerdings nicht glücklicher, sagt die Glücksforschung. Auch die Resilienzforschung beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Resilienz ist ja diese Widerstandskraft, diese Stehaufmännchenqualität, wie gut man sich nach einer Krise oder Niederlage sozusagen wieder aufrichten kann. Und auch da stellt man sich die Frage, welche Menschen gehen durch Krisen, durch Herausforderungen gut durch und wachsen vielleicht noch daran und welche zerbrechen daran? Was macht den Unterschied? Emmy Werner wird als die Pionierin der Resilienzforschung bezeichnet. Sie hat 700 Kinder, die 1955 in Hawaii geboren wurden, über 40 Jahre ihres Lebens begleitet. Ein Drittel der untersuchten Kinder wuchs unter äußerst schwierigen Verhältnissen auf. Armut, Krankheit der Eltern, Vernachlässigung, Gewalt in der Familie, Misshandlung, niedriger Bildungsstand der Eltern. 2 Drittel dieser Risikokinder fielen als Jugendliche auf durch Lern- und Verhaltensstörungen oder wurden straffällig oder psychiatrisch auffällig. Gleichzeitig entwickelte sich 1 Drittel dieser Kinder erstaunlich positiv. Sie waren erfolgreich in der Schule, waren in das soziale Leben integriert und wiesen zu keinem Zeitpunkt der Untersuchung irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten auf. Was macht jetzt den Unterschied? Ihre Ergebnisse unterscheiden sich kaum von denen der Glücksforschung, der positiven Psychologie oder der Biografiearbeit. Es geht letztendlich immer um das Mindset. Was aber ist
eigentlich Mindset? Denkweisen, Überzeugungen, Verhaltensmuster und die innere Haltung von Menschen. Und eine wichtige, in meinen Augen bahnbrechende Erkenntnis der Hirnforschung der letzten Jahrzehnte sagt, dass wir nicht über ein sogenanntes Fixed Mindset verfügen, wie Carol Dweck sagt, also eines, das einmal so ist und nie wieder veränderbar ist, sondern wir haben ein sogenanntes Growth Mindset. Das bedeutet, wir können unser ganzes Leben lang neue Denkmuster, neue Verhaltensweisen, neue mentale Strategien lernen. In unserem Gehirn bilden sich dann neue Synapsen und dann wird tatsächlich Neues möglich. Wir sind dankbar, in diesem Zusammenhang mit unseren Interviewpartnern arbeiten zu können, die irgendwelche Fähigkeiten besonders gut können, die etwas wirklich bis zur Exzellenz entwickelt haben. Wir gehen der Frage auf die Spur, wie ist das gelungen? Wie gelingt so etwas? Was ist der feine Unterschied? Denn die gute Nachricht ist, man kann Mindset nicht nur trainieren, man kann es auch modellieren. Man kann Modelle nehmen und das, was die besonders gut können, einfach nachmachen. So wie schon Sam Walton, der Gründer der Walmart-Gruppe, sagte, alles, was ich heute kann, habe ich von jemandem kopiert. Aus Mentaltrainingssicht eine absolute effektive und hilfreiche Methode. Wir haben in unserem Training 5 mentale Erfolgsstrategien daraus abgeleitet und wollen sie euch für eure persönlichen Ziele, für eure persönlichen Herausforderungen zur Verfügung stellen. Mein Name ist Heidi Haberl-Klanschnig. Ich bin 30-fache österreichische Meisterin im Rudern, Mentalstrategin, Psychologin, Unternehmerin, Mutter von 3 Kindern und arbeite seit vielen Jahren mit Menschen und Teams in Sport, Business und Leben. Mich hat immer schon fasziniert, welche Macht unser Mindset über unser Leben, unsere Zufriedenheit und unseren Erfolg hat. Und ich bin der Meinung, jeder sollte gewisse mentale Tools kennen und sie am besten täglich nutzen. So wie wir ja auch Zähne putzen, schon bevor wir Karies bekommen. Und ich möchte meine Kollegin Katharina Janoschek vorstellen. Sie ist HR-Strategin, Mentaltrainerin, Wirtschaftspsychologin und greift auf viele Jahre internationaler Führungskräfteentwicklung zurück. Sie wird uns helfen, die Inputs direkt für Teams und Führungskräfte nutzbar zu machen. Wir werden euch in 5 Kapiteln durch die effektivsten und wichtigsten Mentaltrainingsinterventionen führen. Ihr lernt, Ziele zu setzen und zu erreichen, im entscheidenden Moment eure Bestleistung abzurufen. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem wichtigen Thema der Entspannung und lernen Möglichkeiten aufzudanken, wenn wir es brauchen. Ihr lernt die Power des Perspektivenwechsels für euch zu nutzen. Ihr erkennt die Macht eurer Gedanken und lernt, darauf Einfluss zu nehmen. Zu jedem der 5 Kapitel gibt es ein Interview mit einem unserer Modelle. Einen Blick hinter die Kulissen aus Psychologie, Hirnforschung, Hypnosystemik und Mentaltraining. Und natürlich, last but not least, eine Mentaltrainingsübung, die ihr anwendet und für euch mitnimmt. Es geht darum, eigene mentale Erfolgsstrategien zu erlernen und sie für persönliche Herausforderungen und Ziele anzuwenden. Im Beruf, bei Hobbys, im Privatleben, bei gesundheitlichen Themen. Die mentalen Übungen sind sicher für viele ein bisschen was Ungewohntes. Man darf sich hier einfach auf was Neues einlassen und schauen, was dabei passiert. Wenn man mit inneren Bildern arbeitet, kommt man mit ganz neuen Zugängen in Berührung, die für uns, unsere Interviewpartner, für viele Sportler, Musiker und auch andere Menschen schon gewohnt sind, wenngleich sie auch immer nicht ganz bewusst angewendet werden. Die aber, wenn man sie das erste Mal ausprobiert, ein bisschen ungewohnt sein können. Probiert es einfach mal aus, seid neugierig und schaut, was dadurch möglich sein kann. Nehmt euch wirklich die Zeit, die ihr braucht im Absolvieren der Module. Es geht ja hier nicht um reine Wissensvermittlung, sondern letztendlich geht es darum, wirklich in die Selbstreflexion zu gehen, sich mit den eigenen Zielen, Themen und Herausforderungen auseinanderzusetzen. Und dabei darf jeder seinen eigenen Rhythmus finden. Unsere Empfehlung wäre, die Module nacheinander zu absolvieren und einfach Schritt für Schritt unseren Anweisungen zu folgen. Wir wünschen euch alles, alles Gute, viel Neugier und Entdeckerfreude auf der Reise zu euren eigenen mentalen Erfolgsstrategien. Schaut, was für ein Potenzial in euch steckt und lasst es frei. So, let's get started.